ich bin Sheena Douglas und ich freue mich sehr, Ihnen meine neue DVD präsentieren zu dürfen, eine Einleitung zu Paint Fusion. Mit Hilfe meiner neuen Produktreihe, einer Kombination aus dem Paint Fusion Gummistempelset und vielen einfachen, wirkungsvollen Maltechniken, die ich über Jahre gesammelt habe, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie in kürzester Zeit Ihre eigenen Meisterwerke kreieren können. Tupfen Sie einen weißen Punkt und noch einen weißen Punkt und noch einen weißen Punkt auf, weil wir wollen drei Rosenknospen malen. Nehmen Sie rosa und tupfen Sie neben das Weiß. Ich nehme jedes Mal neue Farbe, weil ich dieselbe Menge Farbe für jede Rose haben möchte. Und jetzt kommt das Besondere. Nehmen Sie das Ende Ihres Pinsels und malen Sie eine Spiralform. Das ist so geschummelt, aber so wirkungsvoll. So bekommen Sie drei schöne kleine Rosenknospen. Bevor Sie die Paint Fusion Techniken ausprobieren, sollten Sie sich das Kapitel Erste Schritte auf der DVD anschauen. Dort lernen Sie die Grundlagen von Paint Fusion und erfahren, welche Materialien und Utensilien Sie brauchen. Mit diesem Pinsel nehme ich die eine Farbe auf die eine Seite und die andere Farbe auf die andere. Dann streiche ich mit dem Pinsel vor und zurück und arbeite die Farbe in den Pinsel ein. Jetzt die Blattform. Platzieren Sie den Pinsel mit der dunklen Farbe nach innen auf das Blatt und malen Sie im Zickzack hin und her. Und ich drehe den Pinsel dabei, damit ich das Blatt spitz zulaufen lassen kann. Im Kapitel Projekte habe ich einige einfache Übungen zur Kartengestaltung zusammengestellt, mit denen Sie anfangen können, sowie schwierigere Projekte für Fortgeschrittene. Wieder zwei Farben aufnehmen. Sie sehen, dass ein Blütenblatt hinter dem anderen liegt, also fangen wir mit diesem hier an. Und ich male mit relativ viel Druck. Bewege den Pinsel hin und her. Und so bekommen wir das untere Blütenblatt. Wieder Farbe nehmen. Weil es schon ein großes Blatt ist, brauche ich viel Farbe. Und ich gehe nach oben und male darüber. Sehen Sie, wir haben die ersten beiden Blütenblätter fertig. Wenn das nicht perfekt klappt und Sie denken, jetzt habe ich das nicht ganz an die richtige Stelle gemalt, keine Sorge. Ich verspreche, es wird trotzdem gut aussehen. Wenn ich Ihnen das jetzt zeige, sehen Sie, was für einen großen Unterschied das macht. Wir haben jetzt einen 3D-Effekt durch die kleinen Highlights. Alles mit ein bisschen Weiß. Im Kapitel Inspirationen finden Sie weitere Ideen, wie vielseitig Sie Ihre neu gelernten Paint Fusion Techniken einsetzen können. Sie werden überrascht sein, was Sie alles kreieren können.